Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Heute möchte ich ein paar Worte über die Naturheilkunde erzählen, über die ganzheitliche und ursächliche Medizin, ganz frei gesprochen. Bleibt dran, ich denke, es wird interessant. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt niedergelassen in eigener Praxis und behandle seit vielen, vielen Jahren, seit 18 Jahren, ganzheitlich und ursächlich, sage ich immer. Ich suche die Ursache der Erkrankung heraus, so gut es geht, und behandle dann die Ursachen, um in eine echte Heilung zu kommen, wenn es möglich ist. Und ich habe ja ein Konzept entwickelt, mein eigenes Konzept. Das hat sich einfach im Laufe der vielen Jahre so ergeben, dass ich auch schon seit langer Zeit, bin ich als Dozent tätig und das weitergebe an Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, an Therapeuten per se, die interessiert sind, wo man sich entlang hangeln kann, wenn man krank ist oder auch wenn man prophylaktisch was machen kann. Und es sind so vier Säulen. Ich nenne das Karmananda-Prinzip. Das habe ich auch hier auf YouTube schon mal erklärt, vor weit über einem Jahr. Und in den vier Säulen ist zum Beispiel eine Basistherapie dabei, die brauchen wir einfach zum Leben. Da geht es um die Ernährung in erster Linie und den Darm, bis hin zur Schulmedizin, die ja auch mal seine Berechtigung findet. Eine Operation oder aber auch Medikamente, die akut Berechtigung finden dürfen oder vielleicht auch mal chronisch. Also das ist da alles mit drin. Das ist dann kein, man macht nur das und das ist schlecht, sondern die Schulmedizin ist schlecht oder die Homöopathie ist schlecht oder so. Nein, nein, das ist ganzheitliche Medizin. Und das sind dann natürlich dann auch die Ursachen in der Diagnostik dabei, in einer Säule, und die Regulationsmedizin, die Möglichkeiten, die wir dann auch noch haben in der alternativen Medizin zur Schulmedizin. Und ich bin der Meinung, dass es immer wichtig ist, die Regulationsmedizin ganz oben anzusetzen, egal was sonst gemacht wird. Und auch die Basissäule, weil die brauchen wir. Es ist wie wenn du dein Auto zu einem Automechaniker bringst und der Automechaniker schaut danach und sagt, oh, da fehlt Öl und Kühlflüssigkeit, das wäre dann die Basis, das braucht das Auto. Aber da ist auch etwas kaputt, dann hat er eine Diagnose, eine Ursache. Da muss man es irgendwas auswechseln. Ich kenne mich bei Motoren nicht so gut aus. Und dann hat er eine Therapie dafür. Aber er macht es nicht folgendes, er schält jetzt nicht das Öllämpchen aus, das aufleuchtet. Das macht dann häufig, nicht immer, die Schulmedizin, indem man den Schmerz zum Beispiel ausschält mit einem Schmerzmittel. Das wäre dann das Öllämpchen rausdrehen. Da muss man auch immer genau gucken, was wird da gemacht. Das ist ja mal ganz okay, wenn man gerade kein Automechaniker hat, wenn ein Lämpchen aufleuchtet, dann darf man auch mal den Ton oder das Lämpchen ausschalten, aber dann sollte man doch möglichst schnell die Ursache finden. Das ist mir wichtig. Und das habe ich zum Beispiel ganz genau erklärt in 11 Stunden Seminar-Kurs auf unserer Online-Seite www.karmananda.online in dem Kurs Hilfe zur Selbsthilfe. Da habe ich es ganz genau erklärt, wie du auch oder ein Betroffener, egal ob es Krankheit oder auch prophylaktisch, sich da entlang hangeln kann und den richtigen Weg finden kann. So wie ich das mache, das Karmananda-Prinzip habe ich es genannt. Das hat sich, wie gesagt, rauskristallisiert im Laufe der vielen Jahre, dass das ein guter Weg ist. Und das, so mache ich das in meiner Praxis mit meinem eigenen Konzept. Und also ich habe das jetzt auch nicht ganz neu erfunden, weil das sind einfach die verschiedenen Behandlungsmethoden integriert. Und da darf ich auch noch was dazu sagen, wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ja, ich lasse mich naturheilkundig behandeln. Was gehört denn zur Naturheilkunde? Gehört da die Ernährungsmedizin dazu? Eigentlich ja, Ernährung ist ja Natur. Gehört da die orthomolekulare Medizin dazu, ne? Mit den Mikronährstoffen? Eigentlich ja. Wenn man es ganz genau nimmt, auch wenn es zum Beispiel synthetisch hergestellte Mikronährstoffe sind, dann gehört es eigentlich nicht mehr dazu, weil es ja nicht natürlich ist. Okay? Oder gehört da jetzt zum Beispiel die Homöopathie dazu? Ja, eigentlich ja. Aber es gibt ja auch homöopathische Mittel wie zum Beispiel Nosodentherapie oder Organtherapie homöopathisiert oder Mikroimmuntherapie homöopathisiert. Das gehört eigentlich nicht mehr in die Sparte Naturheilkunde.
Okay? Das ist jetzt im engeren Sinne so, im weiteren Sinne kann man es aber schon darunter nehmen. Gell? Und dann auch das Wort Alternativmedizin. Alternativ, für was ist es denn die Alternative? Für die Schulmedizin? Oder ist die Schulmedizin die Alternativmedizin für die naturheilkundliche, ganzheitliche Medizin? Ja, das ist auch Auslegungssache. Und wichtig ist einfach für dich zum Beispiel oder für Betroffene, dass du weißt, dass dein Bewusstsein erweitert wird, was eigentlich Sache ist. Ja, um was geht es denn eigentlich? Für mich ist es einfach. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe die Erfahrung, ist mein Beruf. Ich habe Tausende, Zehntausende von Patienten behandelt. Ich weiß, wie es geht. Das Feld in der ganzheitlichen Medizin, sage ich jetzt mal, oder in der Regulationsmedizin, das Wort ist mir viel lieber, oder Erfahrungsmedizin wird auch häufig gesagt, ist riesengroß. Ich bin zum Beispiel Mitglied schon lange im ältesten Ärzteverband Deutschlands. Das ist der Zahnverband, das ist der Zentralverband für Ärzte, für Regulationsmedizin, Erfahrungsmedizin. Also da sind diese Worte auch enthalten. Und wie gesagt, ich kann hier auf YouTube immer nur so kleine Videos machen. Manchmal habe ich natürlich auch über Vitamin D habe ich schon Videos gemacht, die sind ein bisschen ausführlicher. Ja, gut. Aber wichtig ist es, dass du deinen eigenen Weg findest. Wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, denen zeige ich ihren Weg. Und da gehört es auch mal dazu, dass ein Patient zum Beispiel eine Patientin zum Gynäkologen geht, zur Gynäkologin oder zum Kardiologen, wenn ein Herz-Kreislauf-Problem auftritt. Ich kann hier kein Belastungs-EKG machen, weil ich einfach das Equipment nicht dazu habe oder eine Sonographie. Dann schicke ich die weiter. Und dann gibt es Patienten, die sind zum Beispiel beim homöopathischen Arzt oder Heilpraktiker. Ja, dann sind sie in dieser Sparte hier, in dieser Säule, Regulationsmedizin, aber bei der Homöopathie. Dann sind sie nicht bei der Osteopathie oder bei der traditionellen chinesischen Medizin, Akupunktur, Pflanzenheilkunde. Da sind sie nicht. Sie sind auch nicht in der Spalte über die Basistherapie. Verstehst du? Und das erkläre ich dann meinen Patienten, sage, hier, das haben sie gemacht. Oder ich habe entgiftet, ich habe eine Entgiftungskur gemacht. Ja, dann sind sie hier. Aber nicht da und da und da. Was bringt denn das jetzt? Ja, es bringt schon was, aber was bringt's? Oder ich habe mich jetzt orthomolekular behandeln lassen. Also ich bekomme jetzt Mikronährstoffe, ja, Vitamin D, Vitamin C, Zink und so weiter. Ja, dann sind sie in der Basisspalte. Oder ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht mit einem Ernährungsberater. Basis. Okay? Aber nicht in der Homöopathie, nicht in der Akupunktur, nicht in der Osteopathie. Ja? Verstehst du? Und da gibt es ganz viel mehr. Und das habe ich alles in diesem Seminar, in diesem Online-Kurs aufgezeigt. Und das ist natürlich auch Arbeit. Das geht über, also angeberaumt ist es über 8 Wochen. Es sind 8 Module, wo ich jeweils zwischen 1 und 1,5 Stunden spreche. Dann gibt es 8 weitere Module. Da macht meine Frau Marie Restorative-Yoga-Einheiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Da geht es auch um die Atmung, da geht es um die Dehnung, da geht es um das Körperbewusstsein. Und es gibt noch 8 Module über die Achtsamkeit und das Bewusstsein, auch mit schönen Tipps. Da sind auch naturheilkundliche Tipps dann wiederum dabei. Also sowas lohnt sich dann schon. Und das mache ich ja nicht auf YouTube. Ich mache ja kein Seminar hier auf YouTube, das insgesamt über 20 Stunden geht. Das habe ich allerdings schon gemacht, solche Dinge in Seminaren für Ärzte und Heilpraktiker. Tagesseminar, 2-Tage-Seminar, 3-Tage-Seminar, das habe ich schon gemacht. Das ist dann sehr intensiv. Ja? Und versuche das auch immer, wenn ich Vorträge halte, das innerhalb von 1 bis 1,5 Stunden mal so zu verpacken. Aber auch da komme ich nicht so richtig hin, weil die Zeit einfach fehlt. Aber diese Leute haben eine Vorkenntnis. Die sind da schon in dem Bereich tätig. Und dann ist es vielen auch gar nicht bewusst, was ist denn zum Beispiel die Homöopathie? Ja, die Schüsslersalze, die gehören doch auch zur Homöopathie, ja. Oder die Nosodentherapie, Komplexmittelhomöopathie, homöopathisiertes Immunsystem, die Mikroimmuntherapie, Nosodentherapie, ja, alles, die klassische Homöopathie. Ja, und dann gibt es eine klassische Homöopathie, das ist ein weites Feld. Und dann gibt es noch viel mehr. Dann gibt es
energetische Medizin, Photonentherapie, es gibt Bioresonanztherapie. Das gibt's alles. Das muss man nicht anwenden, aber es gibt Ozontherapie, Sauerstofftherapie, IHHT, Ioninduktionstherapie, um nur mal ein paar zu nennen, dass ich alles mache in meiner Praxis. Und da gibt es noch mehr, noch deutlich mehr. Das muss einfach bewusst sein. Ne? Und mal die Homöopathie, da gibt es sogar die Eigenbluthomöopathie. Wow, das gibt viel. Und das wirkt auch. Und da muss man sich als Therapeut halt entscheiden oder eben als Patient auch dazu entscheiden. Ja, oh, jetzt gehe ich mal, das probiert. Ach toll, das gibt es ja auch. Ne? Schröpfen zum Beispiel, Bürstentherapie, Kneippschentherapie. Es gibt so viel. Und das habe ich, wie gesagt, hier genau erklärt in diesem Seminar. Ich finde es total spannend. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und Marie auch. Ja gut, kostet ein bisschen was, 240 Euro. Ich finde es günstig. Also möchte ich nochmals betonen, gibt es auch sowas. Und wer mich schon kennt, der weiß, wie ich es mache. Ich mache das hier auch im Flipchart, aber wir haben das natürlich sehr professionell dann gemacht. Gut, nochmals zwei, drei Sachen, die ich noch sagen möchte, die mir gerade einfallen. Zum Beispiel gibt es viele Patienten von mir, einige, ja, die können das Wort Homöopathie gar nicht richtig aussprechen. Die sagen Hämopathie oder Homöopathie oder Homeo oder weiß Gott was. Also das ist keine Kritik, um Gottes Willen. Aber ich denke, wenn man ein Wort nicht richtig aussprechen kann, dann weiß man auch nicht, was es wirklich ist, okay? Es ist egal, wenn Sie das richtige Mittel einnehmen, ist es wurscht. Der therapeutische Weg ist der wichtigste. Aber um einen therapeutischen Weg einzuschlagen, sollte auch gewusst werden, was gemacht wird, warum es gemacht wird, was im Körper vorgeht. Die Zusammenhänge sind ja viel, viel Zusammenhänge. Na, wenn wir von der mitochondrialen Medizin sprechen, von was sprechen wir dann? Von den Mitochondrien. Ja, aber wie kriegen wir die wieder auf Trab? Reicht es da, wenn wir Coenzym Q10 einnehmen und NADH und Eisen und Magnesium, reicht das? Häufig eben nicht, wenn man gesund ist, ja. Aber wenn da die Ursachen der mitochondrialen Dysfunktion gar nicht erkannt werden, dann wird es schwierig. Ne? Da spielt auch eine Rolle die bioidentische Hormontherapie zum Beispiel, die ich immer noch mache. Habe ich alles hier erklärt. Es gibt so viele Möglichkeiten, ein großes Feld. Und jetzt darf ich noch zum Abschluss sagen, eine kleine Anekdote, die erzähle ich jetzt noch. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich habe das unten verlinkt, hier unter dem Video kannst du reingehen, in den Text habe ich das verlinkt, kannst du auch draufdrücken, schaust dir einfach mal an. Ja, ich finde es eine gute Sache und wir möchten einfach die Leute erreichen, okay? Und dass einfach sie aufwachen und sagen, ah, das gibt es auch noch. Es ist ja nicht so, dass ich sage, es gibt nur die Naturheilkunde. Es gibt nur die Alternativmedizin. Das andere ist Mist. Das sage ich, habe ich noch nie gesagt. Ich schaue mir, was wirkt und was gut ist und wo die Ursachen sind. Und dann behandle ich, und das bespreche ich mit meinen Patienten. Aber da fehlt mir auch häufig die Zeit dazu, weil es ist manchmal sehr viel. Dann sage ich hier, anschauen, gell? Und lernen. Gut, ja, kleine Anekdote noch. Das darfst du auch abschalten, aber das erzähle ich jetzt noch. Das war nämlich erst gestern. Gestern war ein, ich sag mal, Mensch. Ich sage nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war. Ganz inkognito, ist auch kein Patient von mir, gar nichts, also völlig harmlos. Der wollte das alte Auto von meinem Vater kaufen. Mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben und er hat so einen älteren Mercedes, der ist, glaube ich, 16 Jahre jetzt alt. Der steht noch hier. Meine Mutter, die ist 84, die möchte den jetzt verkaufen. Ich fahre ihn nicht. Ich fahre einen alten VW-Bus. Das reicht mir. Und ja gut. Und dann, das Auto ist tiptop in Schuss, weil mein Vater ist gepflegt, hat Checkheft gepflegt, wie man immer so schön sagt. Gell? Also tiptop. Und ich habe auch noch einen neuen TÜV drauf machen lassen und neue Reifen, weil die waren abgefahren nach dem Tod meines Vaters. Also alles tiptop. Und dann kam dieser Mensch her und hat sich das Auto angeschaut. Er war sehr nett. Gell? Er hatte so ein bisschen Bauch, so. Er war vielleicht um die 60 Jahre alt, schätze ich mal. Oder ein bisschen älter. Und er hat das Auto ganz genau unter die Lupe genommen. Er ist sogar drunter gekrochen. Er hat sich extra so eine Matte mitgenommen. Sah aus wie so eine Yogamatte, die hier liegt. Sowas hat er aus seinem Kofferraum ausgepackt. Und dann hat er drunter gekrochen, hat er im Motor geschaut. Und mit so einer Lampe die Bremsscheiben angeschaut, also ist ja okay, kein Problem. Oh, da, hier, oh, hier, und dann müssen wir noch über den Preis reden. Oh, oh, oh.
Ist ja okay. Er hat mir dann erzählt, das ist auch so ein bisschen sein Hobby und er hat auch noch einen anderen tollen Mercedes, den er pflegt und hegt und er poliert den und er macht und alles und überhaupt. Und den müssen auch noch seine Enkel dann bekommen und seine Urenkel. Ist ja alles in Ordnung. Das ist keine Kritik, das ist alles in Ordnung. Das ist sein Hobby dann, okay? Gut, ich habe ihn versichert, das Auto ist im technisch einwandfreiem Zustand. Und wenn da ein bisschen der Lack oder sowas, was, keine Ahnung, ich habe da nichts gesehen. Und der TÜV war auch in Ordnung. Ja gut, ist okay, kein Problem. So, er hat mir dann aber im weiteren Verlauf, ich habe noch ein bisschen mit ihm gesprochen, erzählt, ja, er hatte schon 2 Herzinfarkte, 8 Stents. Und ich habe ihm das ja angesehen, ich kann auch so ein bisschen antlitzdiagnostisch auch mir meine Gedanken machen. Ja, so ganz gesund sah der Mann auch nicht aus und auch leicht zu dick und auch der Bauch vorne. Ne? Ich habe ja schon viel erzählt hier. Ektopes viszerales Fett in der Leber, Bauchspeicheldrüse, sicher hat er auch, ich vermute es nur mal, einen Blutdrucksenker genommen, Statine. Klar, er hat ja Herzprobleme, das bekommen die Menschen dann von ihrem Arzt. Die kriegen Blutdrucksenker, Statine und ähnliche Dinge, also Cholesterinsenker und ähnliche Dinge. Ja, das ist Usus, normal, AS 100 und so weiter. Dann habe ich mir noch gedacht, Mensch, wenn der Mensch sich um seinen Körper so kümmern würde wie um seine Autos. Aber er weiß es ja nicht. Er hat die Stents bekommen und er hat die Medikamente bekommen, dann glauben sie, es wäre in Ordnung. Ist ja okay, aber wenn ich jetzt, ich habe noch überlegt, ob ich ihm sagen soll, schauen Sie mal in meinen YouTube-Kanal rein. Ich habe es gelassen. Ich habe da kein Interesse dran, ich mache das nicht. Weil es kommt da auch nicht an. Das ist, der Fokus ist bei den Leuten woanders, okay? Und wenn ich hier Leute erreichen darf, die den Fokus doch, ich könnte es auch auf ihr Auto haben, aber trotzdem auf ihren Körper auch haben, auf ihre Gesundheit. Und das ist doch das Wichtige. Hier, wer wirklich interessiert ist, bitte. Und ich sage auch immer, ja, ist das schön, wenn man ein schönes Auto hat oder man hat vielleicht auch Geld auf dem Bankkonto oder man hat auch kein Geld auf dem Bankkonto, keine Ahnung. Eine Familie oder einen Job oder weiß Gott was. Hey, ohne deine Gesundheit funktioniert das alles nicht mehr in deinem Leben. Das verspreche ich dir, das unterschreibe ich dir. Funktioniert das nicht mehr. Da funktioniert meistens nicht mehr die Psyche, wenn der Körper krank wird. Ja? Da kommen dann auch die Traurigkeit, die Depression, die Ängste dazu. Eine Schwäche im Körper löst das dann auch häufig aus. Nee, das ist dann kein Spaß mehr. Und noch was anderes möchte ich auch noch sagen. Wenn du rechtzeitig etwas machst, dann brauchst du weniger Geld und weniger Zeit dafür. Und noch ein bisschen weniger Motivation sicher. Ja, weil du musst eine Kleinigkeit ändern. Ne? Die Ernährung anpassen, die Mikronährstoffe vielleicht anpassen, den Darm ein bisschen behandeln, vielleicht das eine oder andere noch aus der Spalte der Regulationsmedizin rausnehmen. Okay, dann reicht es. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, geringer. Wenn du aber schon eine Erkrankung hast, irgendeine chronische Erkrankung, neurodegenerativ, Autoimmun oder Krebs oder Zivilisationserkrankung etc. pp., dann brauchst du viel mehr Zeit und viel mehr Geld und viel mehr Motivation und viel mehr Mut und auch Hoffnung. Aber der Weg ist dann auch der richtige. Also sprich, je früher man damit anfängt, das möchte ich sagen, desto besser ist es. Und auf einen Arztbesuch zu warten, von einem Arzt oder einem Heilpraktiker, der solche Geschichten macht wie ich, in meiner Praxis. Geht auch, sicher. Muss aber erstmal einen finden, muss den auch bezahlen, weil das ist dann ein bisschen teurer. Und ich sage, mach doch lieber selber was. Und dann kannst du immer noch zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehen und dann auch gezielter. Oh, ich interessiere mich jetzt, wird ihm jetzt eigentlich gut, aber da stimmt was mit meinen Hormonen nicht. Ich bin in den Wechseljahren als Frau. Eine bioidentische Hormonbehandlung wäre eine coole Sache. Ja, da suche ich mir mal einen raus. Dann weißt du das. Wenn du es weißt, dann kannst du auch den richtigen Weg gehen. Für dich. Gut, das ist meine Message für heute. Habe ich jetzt ganz frei vorgetragen. Ich habe das Video heute Morgen schon mal gedreht. Da hat das Mikro immer an meine Kette hingeschlagen, habe ich es leider nicht nehmen können, weil der Ton schlecht war. Mache ich es eben nochmals, mache ich aber gerne. Also, schau dir ruhig mal hier rein, www.kamananda.online, sehr gerne.
Wir haben erst zwei Kurse drin, es werden noch deutlich mehr kommen. Und zum Abschluss sage ich noch, ich bin gerade dabei, ich habe hier seitenweise über 40 DIN A4 Seiten klein geschrieben, auf dem Computer, über ein Thema geschrieben, das aktuelle Thema der Ängste, die wir haben. Ich spreche jetzt nicht von dem Krieg, der gerade läuft, sondern von dem anderen, was seit 2 Jahren da ist. Na, ja, du weißt schon was. Und habe da mal das geschrieben und werde das sagen, was ich hier nicht sagen darf und nicht sagen werde und nicht tun werde. Das unterlasse ich mal, aber hier darf ich es. Und das werde ich in der nächsten Zeit drehen. Als Seminar wird auch 5 Stunden gehen, schätze ich, weil da gibt es viel zu sagen. Und das hier reinstellen. Also nur deine Info. Also ich habe da viele Ideen, meine Frau auch, und wir werden da dran arbeiten. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch allen viel Licht und viel Liebe. Okay? Schicke ich euch zu durch die Kamera. Und ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.